Pausen für den Imperator. Der YouTube-Kanal in Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Ich bin Anna und ich bin heute mal neu in einem Let's Talk About, denn wer schon ganz lang den Kanal hört, hat mit Sicherheit irgendwann mal mitbekommen, dass ich schon mal über Eldar geredet habe in Why Is It Cool Videos und ich möchte es gern wieder aufgreifen. Und so als kleinen Kickoff habe ich mir den Gregor eingeladen, um eben mit mir mal über das Generelle zu reden und so eine kleine Overview zu geben. Hallo. Schön, dass das klappt. Wir haben es ja jetzt, ich glaube, das ist seit Monaten in Planung, dieses Video, oder? Ja, und es kam immer irgendwas dazwischen. Dein Leben, mein Leben, ja. Die alltägliche Umstände. Ja. Ja, aber es ist doch schön, dass das jetzt klappt und irgendwie über die Weltraumspitzohren zu reden, lohnt sich ja mindestens genauso sehr wie über die meisten anderen 40k-Fraktionen. Ja, unbedingt. Ne? Ich finde, sie sind bei uns auf dem Kanal bisher auch einfach sträflich unterrepräsentiert. Ich meine, gut, das Absolut. Liegt auch so ein bisschen dran, dass ich meinen Finger drauf getan habe und gesagt, ich will aber und dann... wie das Leben so spielt. Genau. Aber jetzt wird Zeit. Los. Geht los. Gut, einen groben Gesprächsleitfaden, wie ihr hören werdet, haben wir wie üblich bei Let's Talk Abouts eher nicht so richtig. Wir werden also wahrscheinlich vom Hölzchen zum Stöckchen kommen, was uns gerade einfällt, was wir an Aspekten spannend finden. Aber ja. Unsere regelmäßigen Zuhörer dürften das ja eigentlich so ein bisschen aus den Let's Talk About Folgen gewöhnt sein. Ja, wir werden versuchen, nicht allzu sehr in die mystischen Tiefen der Historie einzudringen, weil das ist dann wirklich was man in Why Is It Cools oder anderen Blicken auf dann mal machen kann bei Gelegenheit. Aber wir hoffen, dass wir einen groben Überblick zusammenbekommen. Genau. Aber da hattest du jetzt gerade auch sozusagen schon angesprochen. Das bedeutet, wir werden uns dann um Slots für die Why Is It Cool-Rubrik prügeln müssen, wenn du jetzt anfängst, wieder Why Is It Cool Elder-Videos zu machen. Ich glaube nicht, dass ich deinen Output schaffen werde. Ach, bloß weil ich immer ein Vierteljahr im Voraus produziere, das hat doch gar nichts zu bedeuten. Schon klar, ja. Gut, aber ich glaube, ehe wir jetzt hier über andere Formate reden, sollten wir uns, glaube ich, mit dem Thema befassen, über das wir ja eigentlich reden wollen, nämlich Craftworld Eldari hauptsächlich, oder? Genau. Und so ein bisschen die Inari werden wir auch mit anschneiden. Erstmal außen vor lassen werden wir die Drukhari und die Exoditen. Bedeutet, weil die einfach dann doch ein bisschen zu randgruppig sind sozusagen. Genau, ihr kriegt also keine Dinos mit Laserkanonen zu hören. Ja, und auch keine messerwetzenden Klingenelfen. Die kommen bestimmt wann anders auch noch. Ja, ist ja nicht, lässt sich ja fast nicht verhindern. Gut, aber dann würde ich sagen, steigen wir ein. Ich glaube, das Erste, worüber wir den Leuten einen Überblick geben sollten, ist, glaube ich, so in Anführungsstrichen, wo kommen die Eldar her, also die Eldari? Das ist ja so ein bisschen der geschichtliche Aspekt und woran die alles schuld sind. Ach, was ist denn da schuld? Ich glaube, die sind nicht an mehr schuld als das Imperium auch. So. Ich glaube, das wird sich im Laufe unseres Gesprächs als falsch herausstellen, diese Aussage. Das bisschen Gotterschaffung, ach komm. Genau. Ja, aber tatsächlich, wo wir gerade bei erschaffen sind, die Eldari sind ja ursprünglich als Waffe erschaffen worden. Richtig, im Krieg der Himmel, glaube ich, ne? Einem der Kriege der Himmel. Ja, den Begriff benutzt Games Workshop irgendwie so ein bisschen inflationär für den großen Konflikt. 1 bis 3.2, leider hat man sie auch vergessen durchzunummerieren. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man hier recherchiert. Ja, genau. Aber was ist der Krieg der Himmel, damit unsere Zuhörer erstmal wissen, wovon wir da schwafeln? Wo fängt man an? Müssen wir jetzt von den Necrontyr erzählen? Ja, ich fürchte, da wird sich, wenn wir den Krieg der Himmel referenzieren, wird wahrscheinlich kein Weg dran vorbeiführen, dass wir das zumindest erwähnen, mit wem sich da geprügelt wird. Aber dann fang doch du mal mit den Necron und den Alten und den Ketan an und dann schauen wir weiter. In grauer Vorzeit, als, glaube ich, die Menschen noch nicht mal auf Bäumen wohnten, um das mal so sagen. Die waren, glaube ich, noch nicht mal angedacht. Richtig, da war noch nicht mal Ursuppe am Start. Gab es natürlich in der Galaxis schon praktisch Zivilisationen, existierende Völker mit Raumfahrt und allem drum und dran und zip und zap. Und wie sich das nun mal gehört für eine Standardgalaxis, friedliche Koexistenz ist jetzt irgendwie eher Glückssache und haut in den meisten Fällen dann doch irgendwie nicht hin. Sagen wir doch völlig unmöglich. Genau. Stellt sich raus, einerseits das Volk der im Englischen nennen sie die Old Ones. Ich glaube, im Deutschen sind es einfach die Uralten oder die Alten. Ich glaube, die Alten. Es ist nie näher definiert, wer oder was die sind. Oder waren, besser gesagt.
Beschreibungen, wie sie aussehen, gibt es, glaube ich, gar nicht. Am Anfang hat man gedacht, die alten Slann wären irgendwie Überbleibsel dieser Rasse, sind sie aber nicht. Mhm. Haben sich irgendwann mit den sogenannten Necrontyr geprügelt. Die Necrontyr sind ja so ein bisschen die Vorläufer der heutigen Necrons, allerdings nicht irgendwie mit Metallkörpern und irgendwie Roboter-Untote, sondern wirklich noch als biologisches Volk. Genau, die hatten das kleine Radioaktivitätsproblem mit ihrem Planeten, der zu nah an der Sonne rumgegurkt ist. Wie das Planeten immer so machen. Genau, wollten gerne unsterblich werden. Ja, und wie es nun mal kommen muss, es kommt zum Konflikt, es gibt die große Kelle auf beiden Seiten und die Alten entscheiden sich, boah, wir könnten eigentlich so ein bisschen Unterstützung brauchen. Wir erschaffen uns mal so eine Art Dienervolk, was dann für uns kämpft, was so die physische Ebene und so unseres Krieges ein bisschen mitbetreut. Und haben halt angefangen zu experimentieren und irgendwann kamen die Elderarbeiter nun mal raus. Ja, nach den Pilzen, vor den Pilzen. Irgendwann. Richtig, man weiß es nicht genau, wer älter ist, ob es Orks oder Eldar sind. Ja. Ja, und wie sich das nun mal gehört, so ein, irgendwann veräppt auch der Krieg im Himmel. Der veräppt bestimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube, es hat irgendwann so massiv geknallt, dass die Necrontyr dann irgendwie in ihre Robotkörper wechseln mussten und sich schlafen gelegt haben und die Old Ones verschwanden. Ich glaube, es ist näher geklärt, was mit denen geworden ist, glaube ich, nicht, oder? Ja, tatsächlich, die Necron hatten ja dann irgendwann ihre Metallkörper von den, ja, finde Wörter, Katan bekommen, genau. Und sind sozusagen damit betrogen worden und dann waren die weg und die Necron-Tür damit ja mehr oder weniger eigentlich besiegt, weil nicht mehr da, sondern in den Necron aufgegangen. Ja, und wohin die Alten gegangen sind, ist genauso unklar wie wo sie herkamen. Richtig. Ja, das gehört zu den Dingen, die GW, glaube ich, nie wirklich ausdefiniert hat und ich glaube auch nicht ausdefinieren wird, weil es fürs eigentlich Spiel und Setting eigentlich auch nicht wichtig ist. Also würde ich zumindest sagen. Das ist ja so graue Vorzeit wirklich, dass man da einfach sagen kann, gut. Sie werden kein System rausbringen, wo man plötzlich den Krieg im Himmel oder den Krieg der Himmel bespielen wird. Ja, das ist maximale Relikt daraus, sind eigentlich die Katan-Shards, die man halt bei den Necrons noch spielen kann. Richtig. Ich glaube, weiter wird es nicht zurückgehen. Genau, mehr kommt da, glaube ich, nicht bei rum. Wie gesagt, Krieg vorbei, Eldar sind aber immer noch da. Mittlerweile als mehr oder weniger eigenständiges, lebendiges Volk mit einem extrem hohen psionischen, ich glaube nicht nur Grundpotenzial, sondern wenn ich das richtig sehe, sind die Eldari alle Psioniker, oder? Zumindest mit so einer latenten Grundfähigkeit. Ja, also grundsätzlich hat jeder Eldar ein sehr starkes Echo im Warp sozusagen. Sie sind ja auch sehr, sehr gefühlsanfällig und fühlen auch sehr stark, was ja auch nochmal anfälliger für eben Warp und die Produktion von Dingen im Warp macht. Ja, schlimmedinge.com. Und ja, wie gesagt, alleingelassen, wie sie dann nach diesem Krieg waren, haben sie gesagt, oh, läuft ja bei uns, wir errichten mal so ein gepflegtes Sternenreich. So ein bisschen größer und außerdem haben wir diese komische Labyrinth-Dimensionen entdeckt, dieses Netz der 1000 Wege, beziehungsweise Tore. Netz der 1000 Tore und da kann man ja Taschendimensionen einrichten, wenn man da lustig ist. Wir machen das jetzt einfach mal. Es gab auch niemanden, der in einer relevanten Größenordnung sich dagegen gewehrt hat. Also ein Konflikt zwischen Eldari und Orks ist, glaube ich, soweit ich weiß, im Hintergrund, zumindest für den Zeitraum, nirgendwo auch nur ansatzweise. Ich habe keinen gefunden. Nee. Ja. Also genau. Konnten sie machen, wie sie lustig sind. Und wie so oft der Fall ist, haben sie natürlich das Problem so, ja, Zoll, jetzt ist hier irgendwie langweilig, weil wir sind so weit fortgeschritten als Zivilisation, dass physische Arbeit nicht mehr notwendig ist, selber sozusagen kreativ werden im Sinne von weiterentwickeln, Innovation, müssen wir eigentlich auch nicht, weil wir praktisch den Gipfel dessen, was möglich ist, erreicht ist. Da können wir ja jetzt ja im Endeffekt uns um unsere Hobbys kümmern. Ja, und das, obwohl eigentlich angeblich ihre Götter ihnen ja alles mitgegeben haben, was sie brauchen, um quasi wirklich ein florierendes, für immer bedauerndes, ausdauerndes Volk zu sein. Ja. Was hätte da schon schief gehen können? Ja, nee. Genau. Nee, und es kommt, wie es kommen muss. Hedonismus, olé. Alles ausprobieren, was geht. Anfangs, zumindest so wie ich das verstehe, anfangs wirklich aus purer Neugierde. Gar nicht sozusagen aus einem, wir ergehen uns jetzt in diesem Hedonismus um des Hedonismus willen, sondern eher,
Ja, ich möchte Ja, eigentlich tatsächlich, alles ich glaube, ausprobieren, ne? genau, also ich glaube auch wirklich in dem Wunsch einfach alle Gefühle, die man fühlen kann, inklusive Schmerz und Entsetzen und weiß nicht was, einfach wirklich mal bis zum Breaking Point sozusagen auszuprobieren. Ja, das ist so ein bisschen auch das, was sich so im Lore und in den Hintergrundinformationen, die man so findet, auch immer mal wieder widerspiegelt, dass das sozusagen dieser Hedonismus, also nicht schleichend um sich greift, das ist schon ein recht verbreitetes Phänomen gewesen, dass die das ausprobieren, aber dass niemand sich Gedanken darüber gemacht hat, wo das potenziell hinführen könnte, was für so ein extrem langlebiges und theoretisch auch sehr weitsichtiges Volk eigentlich eher unerwartet oder ungewöhnlich ist. Das tatsächlich finde ich relativ spannend, jetzt wo man so drüber nachdenkt, dass sie quasi bei all ihrer Nutzung von Psi-Fähigkeiten und allem drum und dran, sie müssen ja eigentlich auch quasi den Warp mit benutzt haben. Ja, unweigerlich. Und das heißt eigentlich, also dass da keiner hingeguckt hat, ob da was passiert an Echo oder so, finde ich tatsächlich merkwürdig. Aber ob da einfach auch bei GW halt niemand drüber nachgedacht hat, dass das Sinn machen würde, das in die Geschichte mit einzubauen oder nicht. Oder man weiß ja auch nicht, was in diesen ganzen, also es gab ja auch wirklich viele Bürgerkriege während dieser ganzen Findungsphase. Also es ist ja Ja. nicht so, dass da dann irgendwie plötzlich schwupp die Trennung passiert ist und blöpp, sondern da gab es ja wirklich auch viele, viele innervölkliche Konflikte. Was mir so ein bisschen noch mit aufgefallen ist und was, glaube ich, so ein bisschen mit Einfluss haben könnte, so in so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, dass ja ursprünglich praktisch die Seelen von sterbenden Eldar zwar normal in den Warp gelangt sind und daraus praktisch ja wiedergeboren wurden. Im Ja, weitesten Sinne, genau. dass man Naja, sagt, tatsächlich, also ich glaube wirklich gar nicht mal im weitesten Sinne, sondern wirklich actually wiedergeboren. Also dadurch konnten sie ja auch so viel Wissen anhäufen und so viel Forschung so weit bis zum Exzess treiben, weil sie eben quasi dieselbe Person wiedergeworden sind, oder? Möglich. Und das sorgt, also so wie ich das lese, kann das natürlich relativ fix dafür sorgen, dass jemand, der sich aus Neugier diesen ganzen Exzessen immer weiter hingibt, daran vielleicht auch stirbt, sagen, okay, ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht, aber da muss es doch mehr geben, das sozusagen immer weiter treibt, weil selbst im Endeffekt der eigene Tod irgendwann nicht mehr eine Grenze ist, wo man sagt, jetzt ist Schluss. Ja, Dass man stimmt, dann ja. irgendwann entscheidet, ja, nee, da muss es doch eigentlich noch mehr Sinneserfahrung geben und dass Ja. das irgendwann so einen Punkt erreicht, wo es kippt. Ja. Nein, ich glaube tatsächlich auch, dass diese Erfahrung dieses immer wieder Sterbens vermutlich ja auch irgendwo einen, ja, klingt blöd, aber einen Knacks hinterlässt, ne? Wenn sich mal so drüber nachdenkt. Ja, ich glaube schon, dass es auch irgendwie Eldari konzeptionell traumatisiert. Gerade wenn man Ja. sozusagen nicht zwingend aus eigener Entscheidung stirbt, sondern irgendwie als Opfer von irgendwelchen sadistischen Praktiken oder ähnliches. Das ist ja jetzt Ja. sozusagen, Sterben ist ja auch im Rahmen dieser Sinneserfahrung nicht zwingend immer nur eine freiwillige Nummer. Ja, also ich glaube, es kann tatsächlich auch irgendwie eine positive Nummer sein, na, aber so ganz generell, wie auch immer das passiert, ein Trauma passiert ja immer. Genau. Und wenn dann Leute, die traumatisiert sind, immer wieder kommen und immer wieder neue Dinge ausprobieren, Wird's schwierig, stellt sich ja, raus. könnte zu Problemen führen. Ich habe keine Ahnung, wie das nur Was? passieren könnte. Ja, und dann kommen wir halt wirklich irgendwann an den Punkt, wo dieser Hedonismus und diese extremen Sinneserfahrungen, Gefühle dazu führen, dass sich praktisch all diese Emotionen, die ja unweigerlich im Warp als der Dimension, die sie über Emotionen ja speist, sich das zu so einer Art Gestaltwesen zusammenfügt, was natürlich auch über einen Zeitraum passiert, der für uns gar nicht erfassbar ist. Also das sagt der Hintergrund auch relativ deutlich ja aus, dass das nicht irgendwie innerhalb von ein paar hundert Jahren passiert, sondern dass es über Jahrtausende, Jahrmillionen nach und nach erfolgt. Ja, da sind wir dann ja tatsächlich auch schon in einem Zeitalter, wo es die Menschen auch schon gab. Genau, die Frühphase, genau. Ja. Und irgendwann knallt es, und zwar auf die richtig schlimme Art und Weise. Ja, tatsächlich, ja, die geballte Gefühlsmacht der Eldar und ihr Spiegelbild im Warp schaukeln sich so weit hoch, dass tatsächlich diese Gefühle ein Gesamtbewusstsein entwickeln und in einem, ja, großen Knall Slaanesh geboren wird. Und nicht nur haben wir plötzlich einen neuen Chaosgott, nein, er zerreißt auch noch quasi, er sie, es zerreißt auch noch ja, die halbe Galaxis dabei. Richtig, das Auge des Schreckens ist nämlich der Bereich, in dem sich ursprünglich das Reich der Eldari
also dieses galaktische Sternreich Eldari befunden hat. Das Auge ist auch so groß geworden, dass es de facto wirklich das komplette Reich eingeschlossen hat. Und als Slaanesh erwacht ist, war der erste Gedanke, oh, Snacks, und hat sich halt erstmal einen sehr erheblichen Anteil der Eldar-Seelen reingezogen. Und ist immer Gibt's noch nicht da satt. Zahlen eigentlich? Ich glaube so zwei Drittel oder so, ne? Ja, zwei oder Drittel bis sogar? Drei Viertel wird so formuliert. Diejenigen, die explizit aus der Nummer rausgekommen sind, sind an der Stelle halt wirklich die Exoditen. Die sind relativ. Ja, die haben sich ja einfach schon sehr, sehr frühzeitig, genau, die haben sich sehr frühzeitig zurückgezogen, weil sie eben relativ zeitnah erkannt haben, dass dieses ständige Mehr und ständiger Exzess und ständiges immer noch mehr wollen schlecht ist. Ja. Deswegen haben die sich zurückgezogen. Die Drukhari hatten ihre Taschendimensionen im Netz der 1000 Tore. Genau. Und einige der großen Craftworlds waren ja tatsächlich auch weit genug von den Heimatwelten weg, denn auch die, jetzt müssen wir vielleicht mal die Entstehung der Craftworlds irgendwie ein bisschen rückschrittig erklären, oder? Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt dafür. Genau, nämlich, also es haben tatsächlich ja nicht nur die Exoditen und die Drukhari erkannt, dass es da Probleme geben könnte mit diesem Lebensstil, der auf Dauer immer mehr verbrennt und immer weniger hergibt, sondern auch einige andere Gruppen sozusagen haben da Probleme gesehen und angefangen, eben diese Weltenschiffe zu bauen, diese riesengroßen, fast zum Teil planetengroßen Konstrukte, auf denen sie sich und ihre Splittergruppe, kann man fast sagen, ja, gesammelt haben und sich damit von den Heimatwelten der Eldar entfernt haben. Richtig. Also diesen großen Kataklysmus haben die soweit, ich weiß, auch nicht in der Form hervorgesehen, weil ich glaube, das Entstehen eines Gottes konnten auch die Eldari zu dem Zeitpunkt nicht vorhersehen. Tatsächlich gab es Prophezeiungen in die Richtung. Okay. Aber nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest, wo ich das jetzt, ich habe kein Thema, sehr viel gehört und gelesen und ich kann das gerne nochmal raussuchen und da auch, es wird eine eigene Folge dazu geben, glaube ich, weil dieser ganze Mystik-Kram ist wirklich, wirklich spannend, aber auch wirklich schlimm komplex, weil an manchen Stellen wirklich die Autoren nicht nachgedacht haben. Und sich, glaube ich, einfach im Laufe der letzten 30 Jahre auch teilweise einfach stumpf widersprechen. Ja. Und das ist ja auch, wenn so viele Leute an sowas mitarbeiten, ist das ja auch immer so ein bisschen schwierig. Genau. Ja, und insofern, alle sehen zu, dass sie wegkommen, auf die ein oder andere Art und Weise. Und die von den Planeten nicht runter sind, die enden als Snack für Slaanesh. Tatsächlich sind auch wirklich viele dieser Craftworlds, die einfach noch nicht weit genug von der Heimatwelt weg waren, sozusagen mit ins Auge des Schreckens gerissen worden. Ich erinnere mich auch, also das ist, glaube ich, Lore aus sogar noch der zweiten Edition, da wird irgendwo mal eine Craftworld erwähnt, die es rausgeschafft hat, also die sozusagen weit genug weg war, um diesem ursprünglichen Kataklysmus auszuweichen. Aber war das nicht Mymera? Das kann sein. Die im Endeffekt aber zu nah am Auge des Schreckens am Ende war und dann auf so eine Art wie so ein von diesem Strudel erwischt wird und im Laufe der Jahrtausende doch ins Auge des Schreckens gezogen wird, ohne dass sie wegkommen. Na, also tatsächlich, ich habe Mymera war auch relativ nah dran. Die sind aber rausgekommen tatsächlich. Also die kann man auch spielen. Ich finde es ein bisschen spannend. Also dieses ist quasi wie bei so einem schwarzen Loch am Ereignishorizont festhalten, genau, wie bei der Andromeda, ne? Richtig. So dieses ewige Gefangensein im, auch ein spannendes Konzept, ja. Ja. Und gefressen werden oder doch nicht. Genau, also dieses so, wir wissen nicht, ob wir rauskommen, wir geben unser Weltenschiff auch nicht auf, indem wir praktisch durch einen Tunnel ins Netz der 1000 Tore abhauen, sondern wir bleiben auf diesem Schiff in der Hoffnung, dass wir es doch irgendwie schaffen. Also dieses auch nicht aufgeben, dass uns jemand rettet, mehr oder weniger, sich diesem Schicksal auch nicht ergeben. Ja. Nee, und damit sind wir auch mehr oder weniger sozusagen in Anführungsstrichen beim aktuellen Stand der Eldari, weil so in den letzten paar tausend Jahren, also das, was sozusagen jetzt das 40k-Setting ist, seit dem großen Kreuzzug, da hat sich bei den Eldari jetzt, abgesehen von einem ja sehr, sehr expliziten Ereignis, auf das wir, glaube ich, nachher mit den Inari noch zu sprechen kommen, nicht mehr so sehr viel gesellschaftlich getan. Nee, tatsächlich kann man aber ja eigentlich auch kaum noch von einer Gesamtgesellschaft reden. Ja. Also das ist, als so zersplittertes Volk noch irgendwie handlungsfähig zu sein, ist, glaube ich, sowieso schon schwierig. Mhm. Ich glaube, da muss ich erst noch viel wieder zusammengerauft werden, bevor man da ernsthaft von einer Weiterentwicklung sprechen kann. Noch ganz kurz einmal zurück. Mhm. Angeblich gibt es auch tatsächlich noch Craftworlds oder sogar die ganze Heimatwelt der Eldari, die noch im Auge des Schreckens quasi in den Warp gerissen wurden und da irgendwie weiter existieren und auch wirklich kein schönes Leben da haben. So, ja, jetzt aber auf nach vorne. Genau. Wir haben ja, also praktisch,
in der, in Anführungsstrichen, aktuellen Geschichte der Eldari. Wir haben halt einmal ein Weltenschiff, das es richtig hart erwischt hat durch die Tyranniden-Invasion. Mhm. Die also wirklich selbst für Eldari-Weltenschiffe richtig sozusagen eine richtig dezimierte Bevölkerung haben. Das müsste Ianten sein, oder? Habe ich das richtig auf dem Schirm? Ich glaube ja, weil die jetzt von diesem Eldar-Prinzen am Ende mit seiner Korsarenflotte gerettet worden sind. Ja. Auch nochmal so ein Charakter, wo, glaube ich, nochmal ein eigenes Video zu lohnt. Absolut. Das ist so das eine größere Ding, also wo die Eldari ja auch in Konflikt mit einer anderen Fraktion stehen, die sie eben nur eingeschränkt durch das Zupfen an Schicksalsfäden manipulieren können, so wie sie das mit Orks, Menschen etc. ja normalerweise ganz gut hinbekommen. Aber der große Fressflash, der sich durch die Galaxis snackt, ist da so ein bisschen schwieriger. Und gerade durch diesen Schatten im Warp, den die Tyranniden werfen, der ja so die Kernstärke der Eldari mit ihren Psi-Kräften ausbremst, sind, glaube ich, die Tyranniden neben dem Chaos an sich so echt das größte Problem im 40k-Setting für die Craftworld Eldari, oder? Ja, kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, wo uns die Craftworld Eldari ein bisschen genauer anschauen können, oder zumindest das, was die anderen Völker von ihnen mitkriegen, also das, wenn sie Krieg führen. Oder? Wie siehst du das? Ist da jetzt schon der Punkt dran, oder willst du da eher sozusagen nochmal was anderes erstmal in den Fokus rücken? Gibt ja genug Themen, die Eldari bieten. Das ist eine wirklich gute Frage, ja. Nee, aber ich glaube tatsächlich jetzt einfach einmal die Craftworld so ein bisschen, weil dann bekommt man die Verknüpfung zu eventuellen anderen Rassen ja auch ganz gut mit hin. Also es gibt ja durchaus Berührungspunkte zwischen den Eldari und den Menschen. Genau. Und eben dem Imperium, auch wenn sie den wenigsten imperialen Bürgern irgendwie bekannt sind. Ja. Aber ja, generell ist Craftworld doch ein hervorragendes Thema. Ich meine, es gibt ja ein paar, die recht bekannt sind. Das sind irgendwie auch so die Standard-Farbschemata, die eigentlich gefühlt jeder 40k-Spieler, egal ob er jetzt Eldar spielt oder nicht, einigermaßen kennt oder auf dem Spieltisch irgendwie zumindest sofort zuordnen kann. Ja. Ich glaube, die berühmteste müsste Ultwe sein. Also die in den Schwarz- und Knochenfarben. Ja. Und Eldrad. Genau, dem gefühlt ältesten Eldari, den es gibt. Ja, tatsächlich. Ich bin mir sicher. Also wenn man irgendwelche Unbekannten irgendwo im Warp rumsprudelnden irgendwas, ist tatsächlich ja angeblich, ist er ja mehr als 10.000 Jahre alt und hat schon zu, der Imperator wohnt noch auf Terra und alles ist shiny. Ja, das ist, glaube ich, sogar verbrieft, weil er ursprünglich Teil der Kabale war. Genau. Ach, die Kabale. Total gute Typen. So menschenfreundlich. Ja. Echt jetzt mal. Wo ich mir nicht sicher bei Eldrad bin, aber das ist auch wieder nochmal so ein eigenes Thema, ist der, also ich habe irgendwo mal ein Gerücht gelesen, dass der alt genug ist, dass er selber den Fall der Eldar sogar noch miterlebt hat. Sicher bin ich mir aber nicht, ob ich das irgendwo falsch verstanden habe. Also ich habe schon mal angefangen, Infos zusammenzusuchen für Dings, und ich glaube, da war das mit diesen so paar 10.000 Jahre und nicht, aber also ich habe nicht mehr als unbestätigte Gerüchte gefunden, sozusagen. Okay, gut. Das wäre aber auch den. Ja, genau, auch den treffen wir später noch wieder, wenn es um die Inari geht. Richtig. Wie gesagt, das ist dann so seine Craftworld. Das ist auch, glaube ich, die Craftworld, die noch am nächsten am Auge des Schreckens dran ist, ohne sozusagen in diesen Strudel geraten zu sein. Oder habe ich das falsch mal hinter den Kopf? Oh, da bist du besser informiert als ich, offensichtlich. Also es gab in der zweiten Edition damals durchaus Lore, dass praktisch die Farben der Craftworld daher herrühren, dass sie halt eigentlich im ständigen Abwehrkampf gegen Chaos-Kreaturen stehen, einfach weil sie noch so nah am Auge des Schreckens sind, dass Flotten aus Verräter-Marines, Kultisten und eben halt auch potenziell schnellere Durchbrüche aus dem Warp durch Dämonen erfolgen können, und dass dadurch diese Craftworld eigentlich ständig dieses Schwarz, dieses klagende Schwarz in ihr Farbschema übernommen hat. Ah, okay, ja. Das ist zumindest eine coole Erklärung, ja. Ne? Dann, ich überlege gerade, dann Ianten hatten wir kurz erwähnt, mit Farbschema blau-gelb. Ja. Aleitok? Aleitok ist grün-weiß, ne? Mit diesem Rankenmuster. Ja, genau. Genau. Da habe ich irgendwie immer die Waldelfen-Assoziation, obwohl die Jungs überhaupt keine Waldelfen sind. Schon so ein bisschen, ja. Ich finde das auch
Ich weiß immer nicht, wie cool ich so diese Racing-Bemalung an den Panzern finde. Ja, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Aber das Problem Racing-Bemalung hat ja noch eine weitere Craft World. Denn Sim Han wie mit roten Racing-Streifen auf Panzern ist halt irgendwie auch ein bisschen blind. Ja. Wobei das, also dadurch, dass Sim Han ja so einen extrem hohen Anteil an Jetbikern stellt, da passt das schon. Aber irgendwie so der überschwere Panzer mit Racing-Streifen ist immer so ein bisschen seltsam. Das stimmt, ja. Dann haben wir noch Bieltan. Stimmt, Bieltan vergesse ich jedes Mal, weil die, glaube ich, auch blau-gelb in irgendeiner, ich glaube, einfach nur invertiert haben, ne? Blaue Panzerung, gelbe Helme. Irgendwas, ja. Irgendwie so, ja. Aber da könnte, also bei Bieltan, muss ich auch zugeben, habe ich keine Ahnung, was die ausmacht. Was sozusagen deren Fokus ist. Das können wir nochmal in einem Closer Look quasi genau. rausfinden. Richtig, da würde sich das anbieten. Und tendenziell gibt es dann auch die Black Library. Ja, aber die ist ja kein Weltenschiff. Das ist ja eher auch wieder so eine Taschendimension. Oder? Ah, ja. Ja, also wird zumindest unter den offiziellen Craft Worlds aufgeführt. Ah, das wusste ich nicht. Ich habe irgendwie das immer nur als Assoziation gehabt, dass man sozusagen es nur durch das Netz der 1000 Tore erreicht und habe irgendwie daraus geschlussfolgert, dass das irgendwie... Genau, also es ist im Netz der 1000 Tore versteckt, aber es ist tatsächlich eine Craft World. Ah, spannend. Und wird aber de facto ja nur von Harlekinen bewohnt, mehr oder weniger bewohnt. Oder? Ja. Also es gibt auch nur ganz wenige, die überhaupt irgendwie, also nur die Solitäre im Prinzip wissen, wie man da überhaupt hinkommt. Und vielleicht, eventuell könnte es sein, dass mal ein Mensch da eventuell hingekommen wäre. Aber ich glaube, es gibt einen, wo es sogar bestätigt ist. Oh, okay. Es gibt einen Inquisitor. Ich überlege gerade. Ach, of course. Es ist, glaube ich, nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es Cryptman ist. Könnte Cryptman sein. Ich muss, okay. Da muss ich ernsthaft nochmal nachlesen. Der offenbar irgendwie einen Weg gefunden hat ins, sozusagen in die Black Library. Der jetzt aber das Problem hat, dass er das Wissen, was er hat, da gibt es jemand anders, der das unbedingt haben will. Und zwar Ahriman. Weil Ahriman hat rausgekriegt, dass der Typ in der schwarzen Bibliothek war und ist jetzt hinter ihm her, um ihm sozusagen das Wissen aus dem Schädel zu holen. Tja, ungünstig, ne? Dumm gelaufen. Ja, aber gut, dann hätten wir sozusagen das auch nochmal als Craft World, richtig. Ich meine, es gibt noch deutlich mehr Craft World, also das sind so die bekanntesten und größten. Ja, genau. Es gibt ja noch kleinere. Es besteht ja auch tatsächlich die Möglichkeit, sich einfach seine eigene zu designen, wie bei Space Marine Orden letzten Endes richtig. Auch. Richtig. Und ich glaube, im Hintergrund ist auch wirklich genug Platz, als dass man da sehr, sehr viel machen kann. Auch je nachdem, ob man mehr auf Psyker gehen will oder mehr auf Phantom-Druiden oder mehr auf, ja. Irgendwas. Genau, irgendwas anderes. Aber wenn wir jetzt sozusagen schon bei diesen verschiedenen Aspekten sind, gute Überleitung. Ja. dann ist, glaube ich, jetzt wirklich der Punkt so, wie das Ganze sozusagen in die Kriegsführung bei den Eldari mündet. Weil da haben wir dann wirklich Jetbikes, Phantom-Droiden und eben Aspekte. Ich glaube, dafür sollten wir erstmal erklären, was die Aspekte bei den Eldari sind. Ja, abgesehen von die dringendst überholungsbedürftigen Modelle des ganzen 40K-Universums. Weil die Dinger einfach mal ein Vierteljahrhundert alt sind teilweise. Ja, die dürfen schon selber Alkohol bestellen in den USA. Ja, also ich glaube, es gibt genau zwei Aspekte, die irgendwann mal überholt worden sind, weil die richtig alten Modelle noch viel schlimmer waren, aber das war's auch. Na gut, die Banshees gibt's jetzt neu, ne? Ja, die sind jetzt relativ neu. Very recently, ja. Die finde ich auch tatsächlich, sind wirklich hübsch geworden. Ja, absolut. Die Dark Reaper sind irgendwann mal so vor 15 Jahren einmal überholt worden. Da sahen die alten. Finecast ist einfach mein Todfeind. Finecast ist auch echt ein furchtbares Material. Und ich glaube, die Skorpionkrieger sind auch einmal irgendwie überholt worden. Da waren die richtig alten Zinn-Modelle, waren okay, aber da unterscheidet sich der Finecast-Kram in den Designs auch kaum noch. Aber damit haben wir jetzt schon ein paar Namen genannt und ich glaube, wir sollten jetzt erstmal, wie gesagt, erklären, was sind Aspekte und dann können wir uns die einzelnen Aspekte ja ein bisschen genauer angucken. Ja, dann fang doch gerne mal an. Immer ich, na gut. Die Eldari haben ja im Rahmen hier auch des Falls erkannt, so, ja, irgendwie Hedonismus und alles bis ins Letzte auskosten ist irgendwie ein Problem. Und haben dann dieses Konzept der individuellen Pfade entwickelt. Das bedeutet, sie konzentrieren sich auf eine bestimmte Fertigkeit oder auf eine bestimmte Art zu leben und versuchen, die wirklich so auszumaximieren. Menschen versuchen, um jetzt in Videospielbegriffen zu sprechen, sie versuchen, einen bestimmten Skilltree komplett auszuleveln.
Ich glaube, das trifft es als Formulierung noch am ehesten. Ja, das ist ja tatsächlich auch eigentlich für den Elder gar nicht mal so normal, ne? Weil die sind ja eigentlich sehr universal gebildet und versuchen quasi ihre Seelen nicht zu sehr in eine Richtung zu pushen, um eben, ja, bei eventueller Wiedergeburt oder Dinge doch noch halt, ja, Möglichkeiten zu haben, ne? Ja, wobei das mit der Wiedergeburt der Drops ist ja jetzt aktuell zumindest gelutscht. Genau, das ist ja jetzt gelutscht, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und so, ne? Genau. Ja, insofern haben die Craftworld Eldari so dieses Konzept erschaffen, einen Pfad, den ein einzelner Eldari beschreitet und den er bis zur Perfektion beschreitet, indem er sich darauf konzentriert. Das Ganze hat immer das Risiko, dass er sich in diesem Pfad durchaus verlieren kann und dann nicht mehr rauskommt. Aber das sorgt natürlich dafür durch diese Monothematisierung, dass sie viel, viel weniger Angriffsfläche fürs Slaanesh haben. Und ja. Es ist für einen Eldari ja auch nicht so ungewöhnlich, im Laufe seines Lebens verschiedene Pfade zu beschreiten. Das stimmt. Aber sie können sozusagen nicht parallel sein. Die müssen de facto einen Pfad irgendwie bis zu Ende gehen, bevor sie einen neuen betreten können. Zumindest ja, lese aber ich auch das nicht so ganz so. Bis zum Ende, ne? Ja, bis ganz bis zum Ende ist ja dieses, man verliert sich im Pfad. Genau. Den Absprung muss man dann ja irgendwie trotzdem raus, schaffen. Ja. Und das Ganze haben sie so grundsätzlich auch in ihre Kriegsführung übertragen. Also klar, die Masse der Eldari, die irgendwie in den Krieg ziehen, das sind die sogenannten Guardians, das sind im Grunde genommen die Eldar-Zivilisten, die eine Rüstung kriegen, einen Shuriken-Katapult und dann gib ihm. Eine schwere Waffenplattform oder einen Panzer, genau. Ja. Aber es gibt sozusagen auch Pfade, also die Kriegerpfade, die sich auf eine ganz bestimmte Art des Kriegsführens oder des Kämpfens fokussieren und die halt perfektionieren. Und da gibt es, glaube ich, aktuell 7. Plus natürlich irgendwie, also im Fluff wird immer mal wieder angedeutet, dass es durchaus mehr gibt, die da aber meistens auf eine bestimmte Craftworld beschränkt sind und sozusagen. Es sind nicht tatsächlich, glaube ich, 8. Wir hatten ja vorhin beim Zählen die Shining Spears vergessen. Richtig, stimmt. Ne? Dann und deswegen sind es jetzt 8, genau. Genau. Und dann gucken wir uns mal, dann gehen wir mal kurz durch, welche haben wir. Als Nahkämpfer hätten wir auf der einen Seite die Howling Banshees und auf der anderen Seite. Die Striking Scorpions. Genau. Dann für den Fernkampf haben wir die Dark Reapers und die Dire Avengers. Ja. Flugeinheiten sind ja die Swooping Hawks plus die Shadow Specters, was ja auch im Endeffekt fliegende Infanterie ist. Dann haben wir die Shining Spears, was Jetbiker sind. Genau. Ich überlege gerade, wir haben noch einen Aspekt vergessen. Davon gibt es nämlich auch nur ein einziges Modell und das ist ein Flieger. Ich glaube, die Crimson, da fällt mir der Name zugegeben gerade nicht ein. Lass mich kurz nachsehen. Hunters? Könnten die Crimson Hunters sein? Das ist im Endeffekt Luftwaffe. Die also wirklich nur sozusagen sich darauf konzentrieren, Jagdflieger zu steuern und sich da völlig drauf spezialisieren. Und wir haben die Feuerdrachen noch nicht benannt. Die sind auch Fernkampfinfanterie, aber schwere Infanterie, die Antipanzertruppen. Ja. Genau. Und im Rahmen dieser verschiedenen Aspekte gibt es halt für jeden Aspekt so ein bisschen als Anführermodelle gibt es die sogenannten Exarchen. Und Exarchen sind genau das, was einem Eldar passiert, wenn er sich in seinem Pfad verliert. Das bedeutet, Exarchen kommen aus diesem Pfad nicht mehr raus, betreiben den halt wirklich bis zur völligen Perfektion, haben aber keine Chance mehr, einen anderen Pfad zu beschreiten, sondern sind in diesem Pfad gefangen, betreiben dann die entsprechenden Tempel bzw. Schreine auf den verschiedenen Craftworlds. Und das die extreme Weiterführung davon und gelten vom Hintergrund her ja auch so ein bisschen als die Begründer der verschiedenen Schreine sind die Phoenix Lords. Genau. Da kannst du aber bestimmt erklären, wer oder was die Phoenix Lords so grundsätzlich sind. Puh, naja, generell kann man sagen, das sind die Gründungsväter, Gründungsmütter. Nein, ich glaube, es gibt tatsächlich nur männliche. Nein, es gibt auch weibliche, die Banshee-Anführerin. Ja, stimmt. Und ich glaube, die Shining Spears, da gibt es kein Modell. Da wird, glaube ich, das nur im Hintergrund erwähnt, aber ich glaube, die Phönixkönigin der Shining Spears ist auch eine weibliche Elder. Ja. Ja, genau. Also tatsächlich sind das sozusagen die allerersten, die den jeweiligen Pfad beschritten haben. Mhm. Dieses jeweiligen Aspekt Schreins, so heißt das. Ja. Und die auch tatsächlich
in den meisten Fällen immer noch da sind, ne? Jein, also das ist ein ganz, ganz ungewöhnliches, ganz merkwürdiges Ding bei den Eldari. Es ist nämlich durchaus so, dass auch die Phoenix Lords in Anführungsstrichen sterben können, also sie können besiegt werden. Allerdings übernimmt der, also praktisch vereint sich dann im Augenblick des Todes oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn jemand die Rüstung findet, vereinigt sich der entsprechende Phoenix Lord mit einem Exarchen, mit einem neuen. Und der sozusagen dann die Rüstung anlegt. Alle und auch alle Erinnerungen und alles quasi über die Seelensteine dann letzten Endes beim dann neuen landet, ja. Richtig, also dadurch sind die Phoenix Lords für Eldar-Verhältnisse de facto unsterblich, weil sie halt da nicht mehr rauskommen und dann im Endeffekt einfach jemand Neues die Rüstung anlegt und sozusagen die Rolle übernimmt. Genau. Generell stimmt, das haben wir vorhin auch so ein bisschen übersehen, das mit dem jetzt sterben, also nach der Geburt von Slaanesh und was mit den Eldar-Seelen denn jetzt passiert. Das haben wir irgendwie im Rush so ein bisschen überbügelt. Bietet sich ja jetzt genau in dem Moment aber eigentlich gut an, denn ja, wenn Slaanesh eine Elderseele in die Finger kriegt, wird sie halt weggesnackt. Das ist auch unwiderruflich vorbei. Genau, aber es besteht eben die Möglichkeit, die Seele in einem Seelenstein zu binden und sie damit entweder in den Infinity Circuit, wie heißt denn das auf Deutsch? In die Unendlichkeitsmatrix einer Craftworld einzuspeisen oder sie dann eben in ein Wraith-Konstrukt, zum Beispiel in einen Phantom-Druiden, welcher Größe auch immer, einzubauen. Richtig. Sodass sie eben nicht von Slaanesh gefressen werden können. Genau, und diese Seelensteine trägt de facto auch jeder Elder immer mit sich, weil wenn er das Ding nicht hat, ist halt, wenn es ihn zerlegt, final vorbei. Genau, Drukhari klauen die auch gern, habe ich gehört. Richtig, das ist der Fall. Und die haben besonders viel Spaß dann irgendwie, diese Seelensteine in irgendwelche Konstrukte zu packen und die dann zu quälen. Ja, das neue Drasar-Modell hat ja ganz besonders viele von denen. Und der ist ja tatsächlich auch angeblich oder auch nicht angeblich ein ehemaliger Aspektkrieger. Das ist ja so ein Punkt, da ist ein ganz bestimmter Aspekt eigentlich insofern spannend, nämlich die Striking Scorpions. Da gibt es zwar einen Phoenix Lord, nämlich Karandras, aber im Gegensatz zu den anderen Phoenix Lords ist er nicht der erste Exarch seines Schreins gewesen. Genau, der ist angeblich verschollen und nicht ganz so angeblich übergelaufen. Wie nennt man das? Ja, er ist korrumpiert worden. Ja, das ist schön. Ja, Der erste Phoenix Lord der Striking Scorpions mischt jetzt bei der Gegenseite mit. Genau, ist bei seiner Nahkampftaktik geblieben und richtig. Ja. Was wir, glaube ich, an der Stelle jetzt irgendwie auch sinnvoll erwähnen sollten, es gibt für einen erheblichen Teil der verschiedenen Kriegeraspekte gibt es ja durchaus passende Gegenstücke bei den Drukhari. Das müssen wir, glaube ich, an der Stelle durchaus erwähnen. Ja, das stimmt. Weil ich meine, bei den Striking Scorpions ist es klar, das sind die Inkubi. Mhm. Für die Banshees haben wir im Endeffekt die Witch Cults, die da einigermaßen passen. Habe ich zumindest den Eindruck. Für die Dark Reapers oder für die Fire Dragons, gebe ich zu, wüsste ich jetzt aus dem Stegreif keine. Nee, ich weiß nicht, ob du da was auf dem Schirm hast. Also nee, eventuell ich bin tatsächlich, abgesehen von den paar Drukhari, die ich hin und wieder bei den Inari mitspiele, muss ich gestehen, dass ich, was die Drukhari angeht, wirklich, wirklich unterinformiert bin, was ich auch ändern werde. Da können wir es uns einfach machen. Wir haben doch eine treue Zuhörerschaft. Da sind auch bestimmt Elder Drukhari-Spieler dabei. Vielleicht können die frage beantworten. Ja, das wäre natürlich hervorragend. Also gerne in den Kommentaren. Genau, wenn ihr wisst, wer die jeweiligen Drukhari-Gegenstücke zu den Craftworld Eldari-Kriegerschreien sind, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Dann lernen Anna und ich da an der Stelle, glaube ich, auch nochmal was dazu. Kann ja auch nicht schaden. Mhm. Wie gesagt, Zivilisten werden irgendwie dann mit schweren Waffenplattformen und Panzern ausgerüstet. Aber die Hauptlast des Krieges bei den Eldari tragen dann doch meistens eigentlich die Aspektschreine. Oder täuscht das? Kann man so feststellen. Ja gut, das und Wraith-Konstrukt divers. Ja, je nach Craftworld. Je nach Craftworld, ja. Häufiger oder seltener. Ja. Ianten hat durch die Tyranniden-Invasion halt so viele Leute verloren, dass sie gar nicht in der Lage sind, glaube ich, ein normal sterbliches Heer in dem Ausmaß aufzustellen. Die müssen sich mittlerweile ganz massiv auf die Konstrukte verlassen. Genau.
Ich muss tatsächlich, also mein erstes Modell war auch wirklich der Wraithseer direkt. Und ich finde die einfach wunderschön. Ja, also was man halt bei den Eldari sagen muss, dadurch, dass die, was Neuerscheinung und was Überarbeitung von Modellen angeht, unglaublich stiefmütterlich behandelt werden von Games Workshop, gibt es halt mittlerweile einfach Dritthersteller, die wirklich, wirklich schöne Modelle gerade für die Aspektschreine Ja, rausbringen. ich muss auch gestehen, ich habe auch für meine sämtlichen, lass mich überlegen, na gut, also abgesehen von den Banshees, die jetzt ja neu rausgekommen sind, Genau. habe ich auch, darf man Namen sagen von Ich sehe da anderen jetzt erstmal kein Herstellern? Problem. Ich liebe Die Artel. haben wunderschöne Modelle, ja. Ja, richtig toll. Also sind ja Resinen, aber richtig gut zu bauen und auch sonst. Schöne Posen, gute Designs. Ghost Miniatures ist auch ein russischer Hersteller. Die haben für Oh, das sind mein. die, wo du die Swooping Hawks her hattest, gell? Genau, das sind die Swooping Hawks und auch Ja, die oh Gott, Shining sind die schön. Spears. Ja. Genau. Also da gibt Richtig es toll. halt mit den beiden Herstellern wirklich zwei Produzenten, die wirklich auf der Höhe der Zeit sind, was Figurendesign angeht und was Ja. auch Gussqualität angeht. Und da stinken Ich finde dann es halt halt. leider die offiziellen Modelle ein bisschen gegen Das ab. stimmt. Und ich finde es halt auch ein bisschen gemein, dass jetzt quasi gesagt wird: hey, ihr dürft auf offiziellen Turnieren nur noch mit offiziellen GW-Modellen spielen. Nicht mal Und mehr dann hat man umbaut als mit Eldar-Spieler Drittherstellern, ja. irgendwie so einen, keine Ahnung, Hässlichen Blob auf dem 35 Tisch. Jahre alten, wirklich hässlichen Dark Reaper als Exarchen mit seiner Knochenmaske, der breiter als hoch ist und man wirklich überhaupt nicht aussieht wie ein Eldar. Ja, also insgesamt finde ich auch, also was die Aspektkrieger angeht, bei den Dark Reapern habe ich auch bisher kein Design gesehen, also ist weder von GW selber noch von anderen Herstellern, das mich wirklich überzeugt hat, wo ich sage, ja, das sind halt irgendwie die Langstrecken-Artillerie-Aspektkrieger. Die sehen halt Warp gefühlt Spiders. Warp Spider, die haben wir die ganze Zeit vergessen, richtig, Ja. Scheibenkleister. Stimmt, weil es für den auch keinen Phönixkönig gibt. Dadurch sind wir Ja, nicht drauf gekommen. genau. Meine Güte, wir haben einen kompletten Aspekt vergessen. Das ist erschreckend. Ja, ist mir noch eingefallen. Ja, immerhin Glück gehabt. Aber ich bin tatsächlich auch gerade über die alten merkwürdigen Modelle, weil die sehen ja irgendwie auch schon eher wie Schildkröten aus. Ja, mit den ziemlich breiten Rückenpanzern, auch da gibt es Ja. Dritthersteller, die das mittlerweile ein Stückchen besser hinbekommen. Weil Artel hat, glaube ich, mittlerweile eigene Warp Das stimmt ja, die Spiders. haben sie erst jetzt jüngst Genau, die released. sind die neueste. Neuerscheinungen für Elder-Aspekte bei Artel. Und es gibt, glaube Genau. ich, noch einen Hersteller, der auch Warp Spiders hat. Ich glaube, das müsste Wargames Exclusive, die haben Warp Spiders. Ja, aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn GW davon aus eigenem Antrieb irgendwie mal ihre Designs überarbeitet, weil ich würde die wahrscheinlich trotzdem kaufen, weil ich die Ja, konzeptionell einfach um sie zu haben, ne? Also ich schön würde ja finde. wirklich gerne, ich würde wirklich gerne mit GW-Modellen mehr arbeiten, aber die lassen mich ja nicht. Ja, So. muss man leider so nüchtern Aber sagen. das traurige Los aller Elder-Spieler, glaube ich, so jede neue Rumor-Engine wird geprüft und inspiziert, ob es vielleicht doch eventuell ein Elder-Modell sein Genau, könnte der und dann. Standardeffekt. Oh, da ist ein Edelstein zu Oh, sehen, das könnte ein Elder-Modell genau, sein. und dann war es doch ein Tau. Ja, irgend sowas, genau. Oh. Das ist immer, es ist ein Trauerspiel, was das angeht. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, also wir haben diese verschiedenen Aspekte, die irgendwie auf dem Schlachtfeld es auch hinkriegen, obwohl die ja sehr, sehr unterschiedlich designt sind, passt das bei den Eldar trotzdem, weil man irgendwie, ja, im weitesten Sinne trotzdem eine gemeinsame Linie hat, was die ausmacht. Das ist zumindest ein bisschen meine Wahrnehmung. Ja, na gut, im Zweifelsfall halt, ne, dieses schlanke Design im Gegensatz zu den doch recht bulky Modellen fast aller anderen Armeen. Richtig. Die einzigen, die Und ähnlich schlank sind, dürften irgendwie Tau-Feuerkrieger sein. ja, genau. Na gut, und Chaos-Dinge dann, ne? Aber das ist ja. Ja, das ist ja dann auch wieder so. Das stimmt schon. Aber ja, es gibt also, glaube ich, an den Eldari, bevor wir das vergessen, wollten das Thema Inari noch aufmachen. Und ich Ja, glaube, das das ist jetzt der stimmt. Punkt, wo es Zeit dafür wird. Oh, ja, mein Na, ich sehe schon Lieblingsarmee. nur Monolog Anna. Ah. Ja, also tatsächlich in der jüngeren, ich weiß gar nicht, welche Edition das war, siebte? Achte, in der achten sind die Achte? erst gekommen. Also Ende der siebten, diese Fall von Kadia-Nummer etc., da hängen die, da, das ist auch verknüpft mit dem Entstehen der Inari. Da gab es ja diese Ah ja, drei genau. Spezialkampagnenbände und einer davon
Beschäftigt sich da, glaube ich, irgendwie auch mit dem Fall von Ianten und in dem Kontext auch mit den Inari. Also Ende 7. Wechsel zur 8. Edition. Genau, und zwar gibt es den herausragenden Plan, ich weiß gar nicht, ich glaube durch Prophezeiungen angestoßen, an denen auch Eldrad Ultron nicht ganz unbeteiligt war, Slaanesh zu besiegen, indem man einen weiteren Eldari-Gott erschafft. Mhm. Und zwar Inead. Und Inead soll der Totengott der Eldari sein. Und man hat diesen Plan schon relativ lang mit sich herumgetragen und ausgebrütet. Und tatsächlich hat man sich dann dran gemacht, das in die Tat umzusetzen. Aber leider, wie das immer so ist, hat das Chaos davon Wind bekommen. Und so ist bei dem Versuch, den angeblich schlafenden Gott zu wecken, leider nicht ganz alles so geglückt, wie man sich das vorgestellt hat, und zwar unter riesigem Aufwand. Also es sind wirklich, wirklich viele Psioniker dabei draufgegangen, ganz viele Eldari bei dem Versuch gestorben. Der Eldrad hat es irgendwie überlebt, auch wenn er schon sehr mittig im Ritual stand sozusagen. Hat man es geschafft, zumindest den Gott zu erwecken und seinen Avatar in die Welt zu rufen mit dem Inkarn. Er hat eine Prophetin bekommen mit Ivrain. Und deren gut Leibwächtermodell natürlich müssen ja immer drei sein, denn Triumvirate sind offensichtlich das neue Ding. Ja. Mit dem Visarchen sozusagen noch einen starken Arm. Und ja, seitdem ist eben die Hoffnung, dass wenn denn das Problem ist, um Inead vollständig zu erwecken, sagen die Gerüchte, müssten alle Eldari sterben, um sich dann sozusagen in ihrem Gott einmal neu zu erheben. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte, ne? Das musst du den Leuten halt auch erstmal verkaufen. Ja, es sind auch wirklich viele nicht ganz so begeistert. Eldrad Ultron ist tatsächlich aufgrund seiner Involvierung und seiner Taten in dieser ganzen Geschichte aus Ulthver ausgeschlossen worden und reist jetzt mit den Inari durch die Gegend. Mhm. Und es zieht sich tatsächlich jetzt ein weiterer Bruch durch die Eldar-Gesellschaft, denn natürlich gibt es immer mehr, die sich diesem Totenkult anschließen, aber auch die, die eben befürchten, dass das einfach nur eine weitere Trickery von Slaanesh sein könnte, um eben an die Eldar-Seelen zu kommen. Und wenn man sich das Modell mal ganz genau anschaut von dem Inkarn, der weist da durchaus slaaneshige Merkmale auf. Ja. Und ich finde es tatsächlich auch sehr schön, dass dadurch, dass Slaanesh eben aus Eldar-Seelen erschaffen, Quatsch, nicht Slaanesh, sage ich schon, ja genau, dass Inead aus Eldar-Seelen erschaffen wird, die ja alle eine deutliche Tendenz trotz aller Versuche zu Slaanesh haben, auch das Produkt, das man ruft, letzten Endes nicht frei von Slaanesh sein kann. Also ja. Das mag ich wirklich, wirklich gern. Ja, ist ein schöner Ansatz, den man da hoffentlich im Laufe der Zukunft ein bisschen stärker verfolgen wird. Mal gucken, wie sehr. Aber ja, leider ist ja die Buchserie ist ja offensichtlich abgebrochen worden, wenn ich das richtig gehört habe. Die geht nicht weiter. Das finde ich wirklich, wirklich einfach nur so ein weiterer Punkt auf der, warum hasst ihr die Eldar Games Workshop Liste? Ja. Ja, das ist auch an ein paar Stellen, glaube ich, für uns als Kunden nicht so richtig nachvollziehbar, dieses stiefmütterliche Behandeln. Weil das als Konzept und als Geschichte neben dieser großen Imperium versus Chaos Geschichte eigentlich unglaublich viel Potenzial bietet, um A, eine gute Geschichte zu erzählen und B, auch einfach eine Menge neue Modelle rauszubringen. Also gerade dieses momentan. Ja, einfach eine andere Kundengruppe anzusprechen letzten Endes. Ja. Ne? Also ich sag ganz ehrlich, hätte es die Eldar nicht gegeben, hätte ich mit 40k vermutlich nicht angefangen. Ja. Und da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das ein Frauenproblem ist oder ein, weiß nicht, anderes Ästhetikding oder ich finde halt, es hat einfach nicht jeder Bock auf Space Marines. Ja, es ist halt, hat halt nicht jeder Bock auf gepumpte. Und 1000 blau. Ja, stimmt. Türkis. Ja. Ich habe ein Tau-Modell. Ich nicht. Das ist ein kleiner Überwachungstau, der sitzt in meinem Regal. Auch schön. Ja, also diese ganze Inead-Geschichte bietet eigentlich ja sehr, sehr viel Potenzial auch für neue Modelle. Weil momentan ist es ja so, da spreche ich jetzt als jemand, der sich damit eher nicht beschäftigt hat, dass Inari-Armeen ja im Grunde genommen einfach eine bunte Mischung aus Craftworld-Eldari, Drukhari und Harlequin sind, oder? Tatsächlich kann man auch durchaus
Dark Elder in der Inari-Armee spielen nur nicht alle. Also es gibt ja diese krassen Totenkulte, also es ist nicht Totenkulte, ne, aber diese auf Fleischschneiderei und Erhaltung von Leben um jeden Preis und sowas, ja. Kulte bei den Drukhari, die sind da außen vor. Aber ganz generell besteht durchaus die Möglichkeit, auch Drukhari-Truppen in den Inari zu spielen. Aber ansonsten geht eigentlich wirklich fast alles. Also auch Exoditen zum Beispiel. Also ich bin immer noch wild entschlossen, der Inari-Armee irgendwie Dinosaurier mit festmontierten Großgeschützen beizufügen. Aber generell, das ist eben genau der Punkt daran, dass man sozusagen alle Fraktionen, die sich innerhalb der Space-Elfen so ergeben, eben auch in diese Inari-Armee reinpacken kann. Und es gibt ja durchaus auch Anknüpfungspunkte, wo man sagt, die gerade durch die Inari und jetzt mit der Yvraine und Gilliman-Geschichte, die ihn eben da zusammen mit anderen wieder aus der Stasis erweckt hat und wieder zum Leben gebracht hat, eigentlich durchaus auch Punkte, wo man sich gedacht hat, ah ja, jetzt, guck mal, jetzt geht's weiter. Und dann so und dann, da. Doch nicht. Richtig. Das mit den Drukhari ist mir deswegen aufgefallen, weil ich in, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das war, gibt es eine Kurzgeschichte über ein de facto, über eine Drukhari-Kabale, die einen Rivalen überfallen will, beziehungsweise die, glaube ich, sogar Inari überfallen will und wo sich einer der Söhne des Kabalenanführers, der halt regelmäßig die Stimme von Iniat hört, die ihn ruft, dass der sich mitten in diesem Überfall gegen seine eigene Kabale stellt und wie sich zwei Drittel dieser Kabale ihm anschließen, weil sie einfach für sich feststellen, das, was wir hier machen, ja okay, das funktioniert für uns und hält Slanisch so ein Stück weit ab, aber es ist Stagnation und sozusagen eine wirkliche Hoffnung haben wir durch dieses Handeln dann doch nicht, weil wir eigentlich nicht die Hoffnung haben können, dass es besser wird, sondern wir versuchen nur eigentlich das für uns Unausweichliche aufzuhalten. Und die Inari und Iniat bieten uns im Endeffekt die Hoffnung auf eine echte Zukunft. Mhm. Ja. Ja, und vielleicht auch tatsächlich dieses Alles-oder-Nichts-Ding, ne? Also so quasi, so wie wir jetzt sind, wollen wir echt nicht mehr weiterleben. Ja. Also dann doch, entweder wird jetzt alles gut oder wir sind halt endlich irgendwie alles vorbei, genau. Alles vorbei. Weil also ich weiß immer noch nicht, ob die, dann werde ich halt von Slanesh gefressen, Option irgendwie so, ob man das so freiwillig macht oder nicht. Aber ja, also eben dieses Hoffnungsthema ist eben ein ganz großes in diesem Inari-Konzept. Mhm. Was irgendwie auch ja ein schöner Konterpunkt eigentlich zu diesen Craftworld-Eldari ist, weil die dieses Konzept Hoffnung ja eigentlich eher nicht so richtig fahren, sondern bei denen ist ja wirklich eher so ein, wir zögern das Unausweichliche eigentlich nur hinaus und stagnieren. Und Stagnation ist ja so ein Problem, was ja auch das Imperium an ganz vielen Stellen hat. Und die Eldari haben das zumindest so, wie ich es wahrnehme und lese, auf eine andere Art, aber eigentlich auch, dass sich bei ihnen seit Jahrtausenden eigentlich nichts mehr wirklich verändert oder weiterentwickelt, weil sie nur damit beschäftigt sind, dieses finale Ende aufzuhalten oder zu verlangsamen. Die Eldari sind ja so an dem Punkt, so wirklich, also die Craftworld Elder, so eine wirkliche Hoffnung für die Zukunft haben sie ja nicht. Also sie versuchen ja eigentlich nur, das mehr oder weniger unausweichliche Ende zu bremsen oder aufzuhalten. Aber so etwas wie eine zukunftsgewandte Hoffnung haben ja von diesen verschiedenen Eldari-Fraktionen wirklich nur noch die Inari, weil die irgendwie für sich mit Iniat eine Zukunft sehen, um ihr Volk zu retten, während alle anderen eigentlich nur versuchen, den jetzigen Status quo, der sie am Leben hält, beizubehalten, zu bewahren. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung, die ich habe. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist halt so eine letzten Endes eine Auslegungsfrage dieser ganzen uralten Eldari-Prophezeiungen, die es ja gibt, dass das Volk nie aussterben wird und dass da, ja, keine Ahnung. Und ich glaube, das kann man halt durch verschiedene Handlungen letzten Endes herstellen. Ne? Die einen sagen, okay, ist ganz gut, wir halten jetzt den Status quo hier, sehen zu, dass wir nicht mehr Leben verlieren, als wir irgendwie neu produzieren können. Mhm. Und die anderen sind eben dann die Proaktiven, die dann sagen, okay, nee, Leute, wenn der Kahn aus dem Dreck soll, dann müssen wir den auch selber raustun. Jetzt machen wir vielleicht einfach mal was, weil nichts machen hat offensichtlich nichts gebracht. Ja, so nach dem Motto, das funktioniert halt gerade nicht. Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, ein Aspekt, wo sich eigentlich auch wieder schöne Geschichten erzählen lassen, wenn man so ein bisschen in die Zukunft plant und überlegt. Aber mal schauen, ob Games Workshop da was draußen macht. Aber ich hoffe, dass wir so jetzt ein bisschen an euch da draußen, an die Zuhörer vermitteln könnten, dass es
zu den Eldari, also gerade zu den Craftworld Eldar, zu den Drukhari, Harlekinen und auch Exoditen und eben zu den Inari, weil ich glaube, zu den Inari könnte Anna vermutlich sehr lange erzählen. Was? Ich glaube, da haben wir eine erfreulich lange Videoserie vor uns. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und wir haben ja tatsächlich auch immer noch gar nicht alle Fraktionen, also was nicht alle Fraktionen schon, aber nicht alles, was man spielen kann, erwähnt, nicht alle Möglichkeiten, die es gibt. Also wir haben die ganzen Psioniker ausgelassen. Wir haben noch gar nichts von den Göttern erzählt, die nicht gerade Slaanesh oder Inead sind. Genau. Wir haben die arme Isha zum Beispiel, die irgendwie bei Nörgel rumhängt. Zigurach. Da haben wir de facto noch gar nicht erwähnt. Der Gott, von dem niemand weiß, wie man ihn ausspricht. Richtig. Ich glaube, auch GW hat das nie irgendwo mal explizit eine Aussprachehilfe gegeben. Ja. Ja, also insofern, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel Material, was von dir so in Zukunft kommen wird. Das ja, vielleicht auch tatsächlich in weiteren Gesprächsrunden. Ich mag das tatsächlich sehr gerne, dass man sich da einfach so ein bisschen auch gegenseitig an Sachen erinnern kann, die man vielleicht gerade so ein bisschen vergessen hat. In künftigen Gesprächsrunden wird es auch, wenn ich dann jeweils potenziell dabei bin, wird es auch so sein, dass ich dir einfach Löcher in den Bauch frage, weil ich glaube, dass du dich mit den Eldari, also nicht nur mittlerweile, sondern so grundsätzlich einfach besser auskennst als ich, weil es war für mich halt nie eine Fraktion, wo ich mich so wirklich reingekniet habe. Warum? Ich finde die Minis schön, aber ich glaube, das hat sich bei mir nie ergeben. Lag vielleicht auch daran, dass ich sie als Fraktion nie gespielt habe, auch nicht in der Anfangszeit, als ich in den frühen 90ern mit 40k angefangen habe. Waren halt immer cool. Ich hatte, glaube ich, auch den allerersten Eldar-Kodex, der noch so wunderschön comichaft bunt auf dem Cover war. Mhm, das Cover lieb ich bis heute. Unübersichtlich wie Sau. Du hast eigentlich nicht gewusst, wo das Auge Ruhe findet, aber trotzdem wunderschön. Ja. Und irgendwie hat es mich aber irgendwie nie so gepackt. Also ich meine, damals nicht, weil einfach die alten Figurendesigns mit den Artworks nicht mithalten konnten. Die ganz frühen Eldari waren halt echt keine hübschen Minis, muss man leider sagen. Das stimmt. Also so ein bisschen klumpig, ne? Ja, so. Irgendwie selbst die Guardian-Helme sahen echt ein bisschen furchtbar aus. Man hat immer gedacht, warum zieht der so eine Fratze? Ich finde tatsächlich, das Problem ist eben, also beim Space Marine kannst du in Zinn ja eigentlich nicht viel falsch machen. Ne? Mhm. Der hat sehr viele klare Kanten und wenige feine Details. Mhm. Und wenn man dann mit der gleichen Technik versucht, irgendwie so ein Fuddelkram zu produzieren, wie es die Eldar nun mal sind, und aber offensichtlich irgendwo im Hinterkopf immer noch die Space Marine Design rumrollt, dann, wird es halt schwierig. Ich glaube, also gefühlt haben die Eldari-Modelle auch zumindest damals deutlich länger gebraucht, um so eine eigene Designsprache oder so eine eigene Linie zu finden. Wenn ich mir überlege, der allererste Striking Scorpion Exarch, der hat halt einfach eine Bola mit Schädeln als Enden gehabt. Wo ich mir denke, das passt zu den Eldari halt vorne und hinten nicht. Also es gibt genau einen Aspekt, wo Schädel- und Knochenoptik hingehören, und das sind die Dark Reapers, aber ansonsten jetzt eher nicht so. Ja, und sogar bei denen finde ich das bei dem Exarchen-Modell wirklich übertrieben. Ja, also bei Maugamra. Also diese externe Wirbelsäule mit der Knochenmaske und diesem breiter als Hochlook, Ja, der Phoenix Lord, der müsste wirklich mal ein komplettes Redesign kriegen. Ja. Aber ja, also ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, über einzelne Figurendesigns von vor 30 Jahren auszulassen, sitzen wir hier in 3 Stunden noch. Das kann man sicherlich schon mal im eigenen Video machen. Das ist mit Sicherheit für Zuhörer auch sehr, sehr unterhaltsam. Aber da ist jetzt hier, glaube ich, nicht mehr wirklich der Platz und die Zeit. Wir sind nämlich schon bei fast einer Stunde, die wir uns hier unterhalten. Wie du siehst oder wie ihr da draußen hört. Man kann sich über echt viel unterhalten. Wir haben jetzt wirklich nur sehr, sehr oberflächlich das Thema angekratzt. Angerissen, ja, das stimmt. Insofern, da kommt noch sehr, sehr viel mehr. Ich habe jedenfalls jetzt mit dir hier gerade richtig viel Spaß gehabt. Das freut mich. Ja. Und also tatsächlich, wenn euch da draußen irgendwelche Themen interessieren, was die Eldari angeht, sagt uns gerne in den Kommentaren Bescheid. Wenn es irgendwelche, also ob wir, könnt euch tatsächlich im Moment auch noch aussuchen, mit was wir anfangen sollen. Also ob ihr lieber zuerst Aspektkrieger oder Craftworlds haben möchtet. Das, sagt gern Bescheid. Wir gucken nach, was wir machen können. Genau. An der Stelle glaube ich von uns beiden an euch da draußen danke fürs Zuhören. Und noch einen schönen Abend. Genau. Wollen wir jetzt die ganz typischen und richtig furchtbaren YouTuber-Sprüche raushören von wegen Like? Nee, das machen wir nicht. Nicht? Nee. Haben wir ja Glück gehabt. Nee, das machen wir nie. Aber wir wünschen euch noch einen schönen Abend und bis bald. Genau, bis bald. So, das tschüss schaffen da wir. Draußen. Ciao.